Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Shinigami und ja, Worms 3D, wie ihr seht, und immer noch die Mission Ragnar Rock'n'Roll. Ja, da bin ich das letzte Mal nicht weitergekommen. Ja, da sehen wir die Karte, die kennen wir schon, dann breche ich das Video auch ab, das kennen wir ja auch schon. Hier ist ein Jetpack, wissen wir ja. Oder sollten wir zumindest wissen, nachdem wir das so oft gespielt haben. Zwei Schrotflinten. Ein Balken. Eine Feuerfaust. Und zwei Granaten. Und womit habe ich das letzte Mal probiert? Granate? Weiß ich nicht. Ja, mal sehen. Geholfen hat es nicht viel. Aber naja. Mal sehen, was er jetzt anstellt. Okay, der wird mir... Wie viel Leben hat er mir gezogen? Oh, doch ein bisschen was. Ach nee, ich hatte das ja ganz anders gemacht. Ah, dann probiere ich es eben mal so. Ich meine, kann ja auch sein, dass es andere Varianten gibt, als die, die ich mir ausgedacht habe. Das ist nicht schlecht. So, jetzt ist der... Oh, verdammt. Ja, jetzt ist der tot. Gut, die Mine hier ist explodiert. So, jetzt müssen wir einfach mal die Kasten hier, die Feuerfaust noch. Und sollte natürlich dann nicht meine Schrotflinte verschwenden, die ich noch habe. Deswegen gehe ich einfach hier hin und schieße ihn mal hier kurz runter. Und ich selbst mache mich hier in die Ecke, da dürfte ich schwer zu treffen sein wegen dem Dach. Mal sehen, ob er mich trifft. Na, zwei dürften mich getroffen haben. Ah, gut, hat er mir 17 abgezogen. Gibt Schlimmeres. Gibt viel Schlimmeres. Gut, die Frage ist jetzt, wie... Oh. Also nochmal von neu. Wie gehabt, stehen wir wieder oben. Ich hole mein Jetpack. Und spring noch hier ein bisschen rum. Ja, da habe ich eine SMS bekommen. Die lese ich gleich mal, wenn der andere dran ist. Mal sehen, was ich mit dem Jetpack anfangen kann. Also ich hoffe mal, den kann ich... Ja, den kann ich bis ins Wasser schubsen. Ja, jetzt kommt hier der... Ach, wie heißt er? Keine Ahnung. Und versucht mich irgendwie fertig zu machen. Das ist keine gute Idee. Was wird das jetzt? Noch schade, jetzt ist der fast draufgegangen. Die Frage ist jetzt, kriege ich den mit der Schrotflinte runter? Weil dann würde ich den hier mit der Schrotflinte erledigen. So, dass er runterfällt. Mich dann umdrehen und den mit der Schrotflinte runterhauen. Nein, das funktioniert nicht ganz so wie gedacht. Blöd. Mal sehen. Vielleicht macht er jetzt eine blöde Bewegung und aktiviert die Mine. Oder er wirft einfach nur eine Granate. Schön, dass die drei durchgefallen sind. Jetzt verliere ich nur noch 8 Leben. Das ist ja nicht viel. Jetzt muss ich ihn nur noch da runterkriegen. So. Wie kriegt man einen Wurm runter, der schon fast ganz unten ist?
Sekunde, ich habe eine Idee. Autsch. Das war nicht gut, würde ich behaupten. Mal sehen. Jetzt hat sie die Kiste runtergehauen. Das heißt, ich habe so gut wie keine Möglichkeit mehr, unbeschadet darüber zu kommen. Außer ich könnte da die Kiste noch holen. Also fange ich wieder von vorne an. Ja, ja, wie wir es alle nicht schon kennen, unsere schöne Karte hier. Ja. Strategie wäre gut. Ich habe auch eine Idee. Wir könnten mit dem Jetpack hier runterfliegen. Ja, das dann auch aufbrauchen. Hoffen, dass wir da rüberkommen. Ein Baseballschläger. Und am besten die Nummer überleben. Ja. Ist nur die Frage, wie ich die da oben hinkriege. Habe ich vielleicht nicht drüber nachgedacht, jetzt so gut. Ein Baseballschläger. Leider in die falsche Richtung, aber ist ja egal. Ja, mal sehen, was hier der Erik macht. Vielleicht springt er ja runter. Freiwillig. Vielleicht sprengen die sich auch irgendwann die Insel unterm Arsch weg. Wäre natürlich auch eine gute Idee. Also würde mir auf jeden Fall helfen. So, was mach ich mit dir? Für dich hatte ich doch immer den Finger noch übrig. Mal sehen, was das wird. Nicht viel, wie man da sehen kann. Naja, vielleicht habe ich ja Glück und ich komme damit durch. Vielleicht auch nicht. Und dann falle ich da eben durch. Ist ja auch egal. So, die Sache ist jetzt die. Ich habe kein Jetpack, um da runterzukommen. Und wie ich da hochkommen soll, weiß ich auch nicht so genau. So. Einmal Frost. Dann froste ich mich mal ein. Mal sehen, was er mit versucht, mich anzustellen. Bestimmt versucht er mich wegzuspringen und das schafft er auch. Also wieder fertig. Also ich habe jetzt im Moment kaum einen Plan, wie ich das hinkriegen soll. Am besten wahrscheinlich Stück für Stück und nicht überhastet. Und dann muss man eben das richtige Maß finden an Geschwindigkeit und man muss gucken, wie die Waffen am besten zu nutzen sind. Also ich glaube, ich werde wieder mit Erik anfangen. Und zwar werde ich versuchen, ihn ins Wasser zu schubsen. Was auch gut funktioniert hat. Die Position ist natürlich jetzt nicht so optimal. Mal sehen, was der jetzt hier macht.